Hallo, liebe Google-Partner, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Partner Aktuell. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wir haben heute ganz viele spannende Themen mitgebracht, und zwar haben wir hier eine kleine Agenda auch zusammengestellt. Zuerst haben wir ganz wichtige Shopping-Updates. Dann haben wir ein AdWords Frontend Update und sogar einige davon. Danach geht es um eine ganz neue Case Study für Experimente und Drafts. Und danach haben wir auch noch ein paar spannende Partner Updates. Von daher würde ich sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Shopping Updates. Ja, auch von mir ein Hallo an euch, liebe Agenturen. Wir hoffen, ihr genießt den schönen Sommer. Wir steigen heute ein mit ein paar Updates zum Thema Shopping. Das erste wäre, dass es ein neues Interface im Merchant Center für die Zulieferdaten gibt. Wir haben euch da kurz ein paar Screenshots mitgebracht, wo ihr das findet. Und zwar, wenn ihr ins Merchant Center reingeht und über die Einstellungen dann die Lieferdaten auswählt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, die verschiedenen Lieferdaten, die natürlich von Advertiser zu Advertiser sich unterscheiden, einzustellen. Das heißt, ihr habt sicherlich Kunden, die eben verschiedene Lieferkonditionen für verschiedene Länder haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel EU-weit ausliefern für verschiedene Städte oder vielleicht auch verschiedene Versandservices nutzen. Und über die neuen Einstellungen könnt ihr das sehr strukturiert auflisten. Auf der nächsten Slide seht ihr zum Beispiel auch, dass wir verschiedene Lieferdaten auch mit verschiedenen Methoden anlegen können. Das Einfachste ist natürlich, wenn ihr einen festen Preis habt. Das hat natürlich eine einfache Verwaltung und Konfiguration. Das muss man eben für alle Produkte einen festen Preis auswählen, den im Merchant Center einstellen. Falls die Zulieferung kostenlos ist, was vielleicht auch manchmal vorkommt, ist keine Einrichtung erforderlich. Das ist natürlich dann das Einfachste. Wenn es Zulieferdaten oder Zulieferkonditionen gibt, die je nach Transportunternehmen abhängig sind, das heißt, wenn man zum Beispiel verschiedene Transportunternehmen in den USA, Deutschland oder Australien nutzt, dann sollten die Versandkosten automatisch durch die eventuellen Änderungen von dem Transportunternehmen angepasst werden. Es kann natürlich auch sein, dass es einen Prozentsatz der Gesamtsumme der Bestellung gibt, der eben dann die Lieferkosten determiniert. Da kann man im Prinzip das im Merchant Center berechnen lassen, wenn man die verschiedenen Versandkosten je nach Bestellwert angibt. Ja, und natürlich gibt es auch Kunden, die haben keinen Versand, und da müsst ihr natürlich nichts dann im Merchant Center anlegen. Also ja. Genau, ja, spannend. Vielen, vielen Dank für die Updates, und ich glaube, es gibt sogar noch ein drittes Shopping-Update. Genau, das dritte Update, da werdet ihr euch sehr drüber freuen, weil wir hören das relativ häufig, dass es eine Sache war, die bisher nicht optimal gelaufen ist. Und zwar, mittlerweile gibt es Produktsperrungen, und dafür Produkte, die eben anmarkiert werden, dass dort Daten im Datenfeed fehlen, keine Sperrung mehr auf Kontoebene, sondern auf Account-Ebene. Das heißt, unser Policy-Team wird sich die Produkte einzeln ansehen und vereinzelte Produkte sperren, sodass natürlich die Auswirkung nicht mehr so groß ist, wie es bisher war. Da werden sich bestimmt viele eurer Kunden drüber freuen. Wir haben schon in einem Hangout vor ein paar Wochen deutlich erklärt, was die Schritte wären, wenn im Prinzip ja von unserem Policy-Team oder von Google bestimmte Produkte anmarkiert werden. Die zwei wichtigsten Schritte sind im Prinzip einmal, sich die E-Mail genau durchzulesen, sich das anzuschauen, woran es liegen könnte, dass die Produkte geflaggt werden, dann in den Datenfeed zu gehen, dort die Fehler zu beheben, und im nächsten und letzten Schritt dann über den Google Support die erneute Überprüfung des Datenfeeds zu beantragen. Und auf der nächsten Slide seht ihr auch nochmal auszugsweise, wie dieses Kontaktformular aussieht. Also man muss eben nur wirklich für den Kunden den Namen, die Account-ID, die Kundennummer angeben und kann dann innerhalb einer Woche beantragen, dass der Feed erneut überprüft wird. Perfekt, ja, super.
Dann geht es auch schon direkt weiter mit dem nächsten Update. Und zwar geht es um das AdWords Frontend. Hier gibt es zwei ganz spannende Updates und ich denke, ich werde einfach gerade mal mit dem ersten loslegen. Und zwar handelt es sich hier um die Klicks mit Conversions. Am 25. Juli wurde angekündigt, dass ab dem 21. September die Spalte Klicks mit Conversions es nicht mehr geben wird. Wir haben euch dazu auch eine kurze Slide mitgebracht. Da seht ihr jetzt auf der linken Seite noch einmal kurz die Definition von Klicks mit Conversions, das heißt, was genau das bedeutet. Und unten drunter seht ihr natürlich auch, dass man dann seine Geburtsstrategien nicht mehr auf Klicks mit Conversion ausrichten kann, sondern nur noch auf Conversions. Was genau bedeutet das jetzt für euch direkt? Bedeutet natürlich, dass die Spalte erstmal aus dem AdWords-Konto entfernt wird, aber als zweites ganz wichtig, dass alle Geburtsstrategien automatisch auf Conversions ausgerichtet werden, die vorher auf Klicks mit Conversions waren. Das heißt, wenn ihr dies nicht wollt in euren Konten, dann bitte die Geburtsstrategien auf CPC-Basis wieder zurücknehmen, weil wenn sie am 21. September noch auf Klicks mit Conversions sind, dann werden sie automatisch eben auf Conversions umgestellt. Das nächste Update handelt sich, ist eigentlich relativ ähnlich, weil es auch um das AdWords Frontend geht. Und hier geht es um die Conversions und um die geräteübergreifende Conversions. Hier gab es am 19. Juli auch wieder die Ankündigung der Änderung, dass ab dem 16. August alle neuen Konten, also alle, die neu erstellt werden, ab dem 16. August, dass in diesen Konten die geräteübergreifenden Conversions mit in die Conversions gezählt werden. Das heißt, die Cross-Device-Conversions werden nicht mehr separat gezählt, sondern werden zu den Conversions dazuzählen. Und ab dem 6. September werden alle existierenden Konten, also die jetzt nicht neu erstellt wurden nach dem 16. August, sondern alle bereits laufenden und existierenden Konten, werden dann auf die neue Änderung umgestellt. Das heißt, die werden eigentlich einfach automatisch migriert und ihr müsst ja auch nichts selbst machen. Was bedeutet das? Eigentlich bedeutet das gar nicht so viel, sondern einfach nur, dass die Conversions alle in der Spalte Conversions angezeigt werden und nicht mehr in geräteübergreifende Conversions. Nun geht es direkt weiter mit der spannenden Case Study, die uns die Conny mitgebracht hat, wo es um die Experimente und die Drafts geht. Wir haben euch heute mal wieder ein Beispiel aus dem wahren Leben mitgebracht, und zwar zum Thema Experimente bei AdWords. Und zwar ist es auch ein Thema, was wir relativ häufig mit euch besprechen. Wie kann man im Prinzip am besten in den Kampagnen ohne großen Einfluss auch die Performance, ein paar neue Sachen austesten. Und was die Honest Company in Amerika gemacht hat, ist im Prinzip mehrere Entwürfe zu nutzen, um unter anderem Geburtsstrategien oder auch Anzeigenformate, neue Anzeigenformate auszutesten. Wir haben euch im Prinzip einmal ganz kurz einen Screenshot mitgebracht, wo ihr im Konto einen Entwurf erstellen könnt. Ihr könnt das pro Kampagne einstellen, heißt, ihr würdet im Prinzip im AdWords Interface eine Kampagne auswählen und könnt dann oben rechts unter Entwürfe oder Drafts auch ein neues AB-Testing anlegen. Warum macht es für euch Sinn? Und zwar gibt es ja häufig auch Kunden, die vielleicht kurz davor sind, die Geburtsstrategie zu ändern. Das heißt, von einer manuellen zu einer automatisierten Geburtsstrategie überzugehen. Ein Entwurf ist damit zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um einfach auszutesten für einen bestimmten Zeitraum, wie eine neue Geburtsstrategie fungieren könnte. Die Honest Company ist ein traditionelles E-Commerce-System oder ein traditioneller E-Commerce-Shop. Und die haben zum Beispiel ein AB-Testing genutzt, um die ROAS, also Return on Investment Strategie, auszutesten und konnten so nach der Testlaufzeit auch mit den Daten, die man dann in den Experimenten gesammelt hat, auch den ROAS tatsächlich um 47% nach der Testing-Phase verringern. Oder was man auch machen kann und was die Honest Company auch sehr gut gemacht hat, ist neue Anzeigenformate zu wählen oder vielleicht auch zu versuchen, macht es Sinn, mit bestimmten Anzeigen auf neue Landingpages die Leute zu bringen. Das heißt, die Zielgruppe auf spezifischere Landingpages zu bringen.
Das alles ist mit Experimenten möglich. Und wir werden euch im Anschluss auch in die Community einmal natürlich die Case Study mit verlinken, dass ihr euch die durchlesen könnt. Es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für wirklich den Effekt von Experimenten. Und wir werden euch auch nochmal ein Video verlinken, wo man auch wirklich Schritt für Schritt sehen kann, wo und wie man im Konto die Entwürfe anlegt. Super, ja, vielen, vielen Dank, Conny. Super spannende Case Study und ja, wir posten euch auf jeden Fall natürlich alle Links dann auch noch in die Community. Und nun sind wir schon wieder am Ende von der heutigen Folge angekommen und es geht um die Partner-Updates. Wir haben hier was ganz Spannendes für euch mitgebracht. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon gehört oder eine Einladung bekommen. Und zwar findet am 31. August das Zusammenfinden-Event statt. Das Zusammenfinden-Event findet um 17 Uhr statt und wird bei jeder Agentur selbst gehostet. Das heißt, es ist kein Event, wo ihr selbst hingeht, sondern es ist eigentlich eher ein Event, wo ihr euch als Agentur wirklich selbst präsentieren könnt, wo Kunden und potenzielle Kunden gerade zu euch in die Agentur kommen werden. Dann wird es einen Live-Hangout geben von Google Direkt um 17 Uhr, was eine Stunde lang geht. Und danach könnt ihr euch dann selbst als Agentur auch noch präsentieren. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch anzumelden, weil es extrem viele Benefits natürlich hat. Erstmal könnt ihr euch als Google Partner platzieren, dann ist natürlich auch eine extrem gute Möglichkeit, einfach potenzielle Neukunden, die ihr bereits in der Pipeline habt, aufzuwärmen und diesen einfach nochmal zu zeigen, wofür ihr steht, was eure Werte sind. Das nächste ist natürlich, dass auch Neu- und Bestandskunden präsentiert werden können. Dazu ladet ihr als Agentur selbst ein, aber Google lädt natürlich auch ein. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, hier neue Neukunden dazu zu bekommen. Und ihr bekommt auch ein Event-Kit, also dieses Event-Kit gibt es für alle veranstaltende Agenturen mit natürlich ganz tollen Google-Goodies. Damit sagen wir schon mal Tschüss und auf Wiedersehen aus Dublin. Das nächste Partner aktuell findet am 9. August statt und ja, wir freuen uns auf euch.